Hallo, herzlich willkommen zu einem flüstrigen Open-Mind-Trompete-Video. Oder ich würde es fast sogar sagen ASMR-Open-Mind-Trompete-Video. Und zwar schauen wir uns heute an, warum Mimi hier von YouTube gelöscht wurde. Erstmal Rest in Peace. Ich weiß natürlich schon seit 1 bis 2 Wochen, warum er gelöscht wurde. Nein, vor einer Woche habe ich es ungefähr erfahren. Und das ist natürlich ein guter Flex. Ich bin da sehr stolz drauf, dass ich YouTuber kenne und ich dann solche Sachen weiß. Ich kann es direkt schon mal spoilern. Er wurde gelöscht, weil er zu Zeiten hochgeladen hat, wo er nicht hochladen darf. Man darf bei YouTube keine Videos hochladen, wenn man 2 Strikes hat. Aber das gilt auch für andere Kanäle. Also das machen ja viele Leute so, die haben 2 Strikes und machen dann auf dem zweiten Kanal irgendein Video und sagen, yo, hier ist mein zweiter Kanal, abonniert den Kanal, mein erstes gerade kurz davor gelöscht zu werden. Das darf man nicht. Da muss man echt aufpassen. Ich finde es krass, dass Mimi das nicht wusste, weil ich habe da übelst drauf geachtet. Also wenn ihr gemerkt habt, immer wenn ich Strike-Probleme habe, habe ich auch auf Open Mind Trompete nichts hochgeladen. Und das, obwohl ich sogar theoretisch hochladen könnte, weil der Open Mind Trompete Kanal, der gehört gar nicht mehr. Da ist ein anderer Besitzer eingetragen und das Geld bekommt auch komplett mein Cutter. Ich habe da wirklich alles gemacht, dass der mir nicht zugeordnet werden kann. Aber ich habe trotzdem, auf Nummer sicher zu gehen, da auch immer nichts hochgeladen. Ich will trotzdem sein Video dazu anschauen, was er gemacht hat. Hoffentlich teilt er da gut gegen YouTube aus, weil ich meine, Mimi ist sehr gut im Austeilen. Ich hab ihn immer versucht dazu zu bekommen, dass er auf Odyssee hochlädt, dass er sein erstes Video auf Odyssee droppt, einfach um die Plattform zu pushen, dass man nicht Big Tech immer mehr Macht gibt, aber er hat es leider nicht gemacht. Und ich fand es immer so geil, dass so viele Leute spekuliert haben, warum er gelöscht wurde und keiner davon hat recht. Up Red hat er auch so Videos gemacht. Ja, ich finde, er wurde zu Recht gelöscht, weil das, was er auf seinem Channel macht, ist eindeutig Mobbing und so weiter. Derweil wurde er nicht mal deswegen gelöscht. Jo Leute, kleine Vorwarnung, es wird richtig retarded, denn ich habe mittlerweile eine Antwort von YouTube bekommen, warum ich anders als alle dachten. Könnt ihr euch noch an den Tag erinnern, als Leon sein dreckiges Video gegen Unge gemacht hat? Wo Leon behauptet hat, dass er doch das Gewinnspiel eingelöst hat, wo er alle seine eigenen Zuschauer und auch die Zuschauer von Unge und auch Unge selbst im Livestream verarschen wollte und währenddessen noch meinte, dass er keinen Grund hätte zu lügen und dass er ja reflektiert und transparent sei. An genau dem Tag hatte ich als Antwort das Video Leon Mascher ist ein Lügner und Manipulator auf Mimi 2 hochgeladen. Das war vielleicht sogar mein wichtigstes Video zum Leon-Thema, weil es gezeigt hat, dass Leon aktuell immer noch über seine nie aufgelösten... Ich find's krass. Was fällt euch auf? Er hat hier eiskalt ein Screenshot von seinem Kanal, der gelöscht ist. Mimi hat einfach alles auf seiner Festplatte. Ich finde es echt dumm, wieso nicht Odyssee? Es spricht halt echt nichts dagegen. Mimi, ich weiß, du schaust dir viele Reactions von anderen YouTubern an. Und ich weiß, du wirst auch wahrscheinlich meine sehen. Hier, die Leute schreiben es auch in den Chat und in den Kommentaren. Lad das nächste Mal erstmal auf Odyssee hoch, einfach um die Plattform zu pushen. Und danach kannst du sie auch auf Instagram hochladen. Gewinnspieler lügt. Das Video ist leider aufgrund meiner jetzigen Sperre nicht mehr online, aber wer es sehen will, kann die Reactions von Justin, Revi, KuchenTV, Unsympathisch oder Unge anschauen. Er hat den wieder hops genommen. Also, oh mein Gott, Leon. Er hat die Chance, jetzt reinen Tisch zu machen. Jetzt einfach mal ehrlich zu allen Leuten zu sein. Und er fängt jetzt, aktuell jetzt gerade wieder an, weiter zu lügen. Das war ganz, ganz wichtig, by the way. Das war ganz wichtig, dass Mimi das hier nochmal geleakt hat. Ey, weißt du, aber so dumm kannst du auch nicht sein. Es ist ein Talent, dass man sich dermaßen, wirklich, dass man sich dermaßen das eigene Grab schaufelt. Also, du kannst mir erzählen, was du willst. Also, alles hier danach ist mir egal, okay? Diese Szene mit der Schule war das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Du behauptest so krasse Unwahrheiten über mich, du versuchst mir damit massiv zu schaden. Und in dem gleichen Video, Leon, und jetzt muss ich ein bisschen taktlos werden, in dem gleichen verdammten, dreckigen Video, lügst du mal wieder deine eigene... Ja, also Leon ist schon, der muss irgendeine Persönlichkeitsstörung haben in Richtung Narzisst oder sowas. Ich glaube, die meisten YouTuber haben so ein bisschen eine narzisstischere Ader als jetzt so die Durchschnittsbevölkerung, aber der Dude. Denn die einzige andere Erklärung, warum er so ist, wäre, dass er irgendwie übertrieben dumm ist und irgendwie gar nicht weiß, was er für ein Bullshit hat. Aber er muss eigentlich eine Kombination aus beiden haben, machen, weil er irgendwie dann irgendwie auch denkt, dass es nicht auffällt. Zuschauer an. Indem du denen ein Fake-Video zeigst. Von... vor dem Auflösungsgewinnspielding und verarscht deine Zuschauer ein weiteres Mal. Und wieder einmal muss Mimi erst das Ganze aufdecken, weil keiner sich dafür interessiert, was du früher gemacht hast. Es ist unfassbar, wirklich unfassbar, was du mir unterstellst, was du für Lügen über mich in diesem Video erzählst und was du dann selber noch für dich wieder für deine eigenen Lügen erzählst. Und jetzt kommt der Knackpunkt. Auf meinem Hauptkanal hatte ich einen Strike am 19.05.2020 bekommen, der für 14 Tage verhindert hat, dass ich da was auf dem Kanal hochladen kann. Das Video auf Mimi 2 habe ich am 28.05.2020 hochgeladen. Da das aber innerhalb der 14-Tage-Sperre meines Hauptkanals war... Hier... Straight T schreibt, Odyssey läuft flüssig, das UI ist hübsch und alles funkt soweit. Schaut alle
Videos auf Odyssee und macht bitte auch selbst welche. Ohne Content läuft die Seite auch nicht. Ja, kann ich einfach nur so bestätigen. Also ich finde es immer schade. Ich gehe tatsächlich immer regelmäßig auf die Seite drauf, schaue, ob irgendwie was hochgeht. Also es gibt ja schon ein paar Drogen-Creator irgendwie da so drauf. Also ich hoffe, dass, also Markus Berger wurde ja gelöscht. Ich hoffe, dass der bald draufkommt und Hyperraum ist schon drauf und ich hoffe, dass, ja, keine Ahnung, Rauschkunde oder so auch noch draufkommen. Es wäre cool, wenn wir sogar schon mal erstmal einfach so einen Anfang machen würden mit allen Drogen-Channels, dass man weiß, dass alle Drogen-Channels da sind. Ich glaube, ich werde Adam von Psyched Substance auch anschreiben, dass er seine Videos da so synchronisiert, dass die Leute so ein bisschen so in ihre Routine reinbekommen wollen. Ah, wenn ich wieder Drug-Content schauen will, dann weiß ich, dass ich die alle auf Odyssey finde. Ich glaube, ich schreibe die alle an. Auf jeden Fall einfach nur absurd. Also das, vor allem das YouTube, warum ist es YouTube so wichtig, dass sie, weil es geht ja um eine Tat von Mai 2020. Warum ist es YouTube so wichtig, dass die Regel eingehalten wird? Es wäre keinem aufgefallen. Wertet YouTube das als Umgehung dieser 14 Tage Sperre und für YouTube ist es ein schwerwiegender Verstoß gegen die Richtlinien und deswegen wurde ich gesperrt. Und zwar permanent. Ich darf nie wieder ein Video auf YouTube hochladen. Ja. Also permanent, das muss man sich mal vorstellen, so quasi, das ist so krass, du hast ein Video hochgeladen, obwohl die eigentlich die 2 Wochen Sperre drin haben, das ist echt unverzeihlich. Aus diesem Grund darfst du nie wieder ein Video auf unserer Plattform hochladen, so. What? Wie kann man das so als den unverzeihlichen Fehler schlechthin sehen? Wegen. Noch seltsamer ist, dass diese permanente Sperrung 8 Monate später erst kam, weil die jetzt erst gemerkt haben, dass Mimi 2 auch zu Mimi gehört. Und hätte ich mein Video 6 Tage später hochgeladen, wäre ich jetzt nicht für immer gesperrt worden. Ich habe natürlich versucht, das irgendwie mit YouTube zu klären. Jeder Einspruch von mir wurde aber abgewehrt. Ich habe darauf hingewiesen, dass das Video nur dazu dienen sollte, dass nicht wieder Haufen Leute auf der Plattform verarscht werden. Mir selber hat die Umgehung der Sperre überhaupt nichts gebracht. Das war das einzige Video auf einem unmonetarisierten Kanal. Das hat die YouTube-Mitarbeiter aber wenig gejuckt. Die haben mir insgesamt 4-mal bestätigt, dass die Sperrung trotzdem korrekt sei und sie ihre Meinung nicht ändern werden. Und keiner meiner Connections zu YouTube-Kollegen oder Netzwerken konnte mir hier helfen. Naja, und was soll ich sagen? Jetzt habe ich Google angeklagt. Das Ganze wird sich jetzt vermutlich viele, viele Monate hinziehen, bis irgendein positives oder negatives Ergebnis rauskommt. Bei Atlas und Review zum Beispiel hat das über 1,5 Jahr gedauert. Und unabhängig vom Ergebnis wird das mega kostenspielig gegen Google. Ich will es aber trotzdem versuchen, bis ich kein Geld mehr habe. Und in der Zwischenzeit versuche ich einfach zu verhindern, dass mir das Geld ausgeht. Ich habe lange überlegt, was jetzt auf Social-Media-Ebene das Schlauste wäre. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber ich kann es mir nicht leisten, alles zu machen. Ich habe also eine Tierlist gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich mich auf Twitch und Instagram fokussieren werde. Gefolgt von Twitter. Ich bin ehrlich, Mimi, wir haben so lange über Odyssey diskutiert und du tust es nicht mal auf deine Tierlist drauf? Dein Ernst, wir müssen noch ein ernstes Wörtchen reden. Ich finde Twitch jetzt nicht so geil, aber manchmal muss man nehmen, was man noch kriegen kann. Männer und Ü40-Frauen wissen, was ich meine. Und ich hoffe natürlich, dass mich die Twitch-Community aufnimmt, auch ohne Laden. Ich find's geil. Männer und Ü40-Frauen. Das triggert 100% einige, da muss ich mir die Kommentare dazu geben. Ich find's mir egal, dass der auch immer so, der haut schon auch ein paar politisch inkorrekte Sprüche raus immer. Liebst mit Hakenkreuzen. Und ich hoffe auch, dass mich die Instagram-Community annimmt. Nicht, dass ich jetzt die anderen Plattformen für die Zukunft ausschließe, aber gerade glaube ich, dass die Zeit in den anderen Plattformen besser in die investiert werden sollte. Also, ich habe mir folgenden Schlachtplan ausgedacht. Erstens, ich will Twitch-Affiliate werden, damit mich Leute subscriben können. Dazu muss ich innerhalb von 30 Tagen mindestens 7 Streams machen, werde die erste Zeit Sneaker bemalen und verlosen und ein bisschen Games zocken. Der Rest wird sich dann entwickeln. Zweitens, ich will die Instagram-Verifizierung bekommen. Dazu muss ich regelmäßig posten und ich brauche vor allem noch ein paar externe Quellen, die über mich berichten. Das müssen keine Zeitschriften sein, sondern können auch kleinere Podcasts oder Blogs sein, die über mich sprechen oder schreiben. Also nehmt gerne meine YouTube-Sperre als Anlass und schreibt Artikel, falls ihr die Möglichkeit habt. Drittens, ich will die Twitter-Verifizierung bekommen. Da habe ich keinen Plan, wie man das hinbekommt, aber das werde ich noch rausfinden. Ich werde ab jetzt häufiger auf den 3 Seiten Giveaways machen, um meine Reichweite zu steigern, damit ich auch leichter Placements bekomme. Hat der nicht über 100.000 Follower? Auch auf Instagram, warum hat er noch keine Verifizierung? Ich habe bei 40.000 schon eine Verifizierung. Mimi, schreib mich an, ich weiß, wie du die kriegst. Und die Giveaways werden fucking nice. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Spoiler, um euch geil zu machen. Der Unge-Sneaker. Yeah, baby, yeah. Und das perfekte Investment, der Tanzverbot-Regenbogenglas-Sneaker, der die Farbe ändert. It's fucking magic. Also folgt mir auf Twitch, MeStream, Instagram, Mimi und Twitter, MimiTV. Die Links findet ihr auch in meiner Instagram-Bio. Ich stream morgen übrigens 17 Uhr für circa 1-2 Stunden auf Twitch, dann mache ich einen Mr. Me 6 Sneaker und verlose den. Okay, tschüss. Ich bin jetzt gespannt, wie viel Aufrufe hat das Video. 52.000, ja. Ist so auf jeden Fall ganz solide für Instagram. Also der hat ja sonst immer schon so nach einem Tag so 200.000, 300.000 Aufrufe.
bekommen. Oh shit, hier scheinbar hat Mois diese Regel auch umgangen. Wenn es das YouTube rausfindet, dann wird auch der Kanal von Mois gelöscht. Hä, aber hat unsympathisch während einer Sperre nicht auch was auf einem anderen Kanal hochgeladen? Welche Zeichen? Sascha Hellinger, den er gestartet hat, als er mal für 2 Wochen. Oha, das kann sogar sein. Hoffe, ihn trifft das nicht. Krass. Es ist ja krass. Mimi haben sie gelöscht und die müssten jetzt eigentlich auch die anderen 2 löschen. Sascha und Mois. Ich bin so froh, dass ich mich da immer dran gehalten habe. Weil ich habe nämlich herausgefunden, dass Keemstar früher so gesperrt wurde. Den Kanal, der Keemstar hat, der ist ja gar nicht sein erster Kanal. Das ist auch so das Komische, weißt du? So zum Beispiel Adlerson oder Mimi, da werden direkt beide Kanäle gesperrt. So, obwohl zum Beispiel bei Adlerson, da war es ja so, dass sein neuer Kanal eigentlich unter dem Namen von seinem Vater angemeldet war. Und der ist direkt gelöscht worden. Oh, und der hatte auch andere Kontodaten und sowas angegeben. Keine Ahnung, aber zum Beispiel bei Keemstar, das ist ja eigentlich auch so, bei Keemstar läuft es ja auch übers Netzwerk oder sowas, aber scheinbar ist es bei manchen Leuten egal, ob das dann eigentlich über andere Leute läuft und bei manchen nicht so. Das klingt wie eine schlechte Ausrede. Nach der Logik müssten doch massenhaft Kanäle gepermabannt werden. Ja, so ist es. Aber das ist ja das Klassische bei YouTube. Die Regeln sind einfach nicht konsistent umgesetzt. Manche werden gebannt, manche nicht. Okay, ja, das war das Video. Bis zum nächsten Open Mind Trompete. Also eigentlich wäre es am besten, wenn alle von YouTube gebannt werden würden. Von Unge bis Unsympathisch TV und dann keiner mehr da drauf ist und dann alle sagen, ja, okay, gut, YouTube. Wir gehen jetzt alle auf Odyssee. Da ist sowieso geil. Das wird mir am meisten taugen.